Moin, Servus, herzlich willkommen auf unserem sehr schönen Norddeich YouTube-Kanal. Mein Name ist Michael Vogel und heute wieder ein Quick-Tipp für die Windsurfer. Und heute geht es um die richtige Gabelbaumlänge. Wie kommen wir drauf? Wo finden wir die richtige Gabelbaumlänge? Und zwar, ihr habt eine Möglichkeit, wenn ihr den original Segelsack für eure Segeltasche habt, steht in der Regel hier Boom. Boom ist euer Gabelbaum und der Boom ist hier angegeben mit 1,56. Das heißt, ihr braucht jetzt einen Gabelbaum, auf den ihr 1,56 aufbauen könnt. Sprich, eine Gabelbaumlänge mindestens 1,56. Da schauen wir jetzt, was ich dabei habe heute, was für einen Gabelbaum ich habe und welche Länge mein Gabelbaum hat. Schaut mal. Bei meinem Gabelbaum steht 1,40 bis 1,90. Das heißt, 1,56 passt da ganz locker rein. Wie bekomme ich jetzt die 1,56? Einmal hier hinten öffnen, zack. Die Verlängerung ist hier schön beschriftet in Zentimeter 0,246. 1,40 ist der Gabelbaum, wenn man da ganz eingefahren ist. So, jetzt brauchen wir 16 cm. Dann schauen wir auf der Skala hier, bis ich 16 oder ähnlich so 16 finde. Justiere das hier wieder genau, mache das fest, zack. Und jetzt ist mein Gabelbaum 1,56 m und sollte zu meinem Segel genau passen. Das ist das ganze Geheimnis, wie ihr den passenden Gabelbaum auf euer Segel bekommt. Das war der Tipp zum Gabelbaum, zur Gabelbaumlänge. Wir sehen uns irgendwann auf der Welt, mit Sicherheit auf dem Wasser und da in Norddeich. Bis dahin, ciao, servus.